Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem Video auf unserem Kanal. Heute reagieren wir auf den neuen Song von Rina, also ihren zweiten Song. Urdu, Samu T. Ich habe auf Instagram gesehen, es soll wohl eine Mischung aus Deutsch und irgendwie Balkan sein. Ich weiß es nicht, ich habe auch keine Ahnung. Aber ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum und starten mal rein. Den letzten Song haben wir uns ja auch angeguckt, der Tanze alleine, ihr erster Song. Ich habe es schon öfter gesagt, ich bin schon ein Fan von der Stimme, also wirklich unglaublich schöne Stimme auf jeden Fall. Beim letzten Song, den wir uns angeguckt haben, war Max ja auch dabei und den haben wir wirklich auch privat öfters gehört. Okay, ich glaube, wir sind schon im ersten Part angekommen. Gucken wir mal weiter. Ich weiß nicht, ob da noch eine deutsche Line kommt. Ich habe keine Ahnung. Ja, der Song heißt auf jeden Fall nur du. Mal schauen. Mal schauen. Ah, okay. Jetzt kommt der zweite Part. Ist ein deutscher Part. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt eher in die Richtung Rap geht oder auch in die Richtung Gesang, wie beim letzten Mal. Das Gute bei ihr ist halt, sie kann echt beides. Sie kann rappen, singen. Okay, gerade war es ein bisschen schneller geflowt. Das denke ich, kann man schon rappen nennen. Geht es wieder an den Gesang, aber eben, das ist das Gute bei ihr, habe ich gerade schon angesprochen, kann wirklich beides extrem gut. Ich finde erstmal die Mischung, es passt auf jeden Fall sehr gut. Dann die Pre-Hook war gerade auf Deutsch, gerade wo es in den Refrain überging. Also die Mischung ist sehr gut, es passt sehr gut zusammen. Ja, das war's schon wieder von dem Song. Ja, Leute, gebt natürlich ein Like, ja. Supportet auf jeden Fall mal. Hier, nur du von Rina. Streamen, downloaden. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei, ja. Ja, Fazit zum Song. Mir gefällt der sehr gut. Die Mischung war geil. Ich bin auch ein großer Fan von der Stimme. Das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Ja, wie fandet ihr den Song? Schreibt es gerne in die Kommentare, ja. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und würde ich sagen, bis dahin.